So, habe die Situation wieder unter Kontrolle. Boah, das war ja gerade echt nicht mehr zum Aushalten. Ja, manchmal. Und mein Breilein einigermaßen heiß ist, was wirklich nicht lange dauern sollte. Uah. Wichtig bei diesem Brei ist übrigens, der kann anbrennen. Das geht. Das ist wichtig, wenn man das weiß. Aber der muss ja jetzt nicht kochen oder so. Einfach nur heiß. Und dann ist mir schon geholfen. Und dann mache ich halt noch ein bisschen Resten. Noch ein kleines bisschen Feuer. Muss auch nicht mehr alles Holz drauf schmeißen. Es ist 21 Uhr 25. So, Fackel. Ja, Fackel wollte ich ja noch. Hab noch ein bisschen Birkenrinde. Das Blöde ist jetzt nur, dass ich halt nichts habe und ich das wirklich gut am Stock befestigen könnte. Du könntest in der Astgabel reinklemmen, also in so einen gespaltenen Stock reinklemmen. Dafür müsste ich allerdings erstmal was spalten. Ja, doch, das versuche ich mal. Aber dafür muss ich jetzt erstmal mein Essen. Ich kann jetzt nicht 17.000 Sachen auf einmal machen. Ja, das ist halt kein kulinarischer Hochgenuss, aber das kann man schon essen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt. Ein paar von euch haben. Ich habe das ja schon mal in irgendeinem Video verwendet. Und die waren, glaube ich, noch nicht so begeistert. Energy 5 ist eine Alleinnahrung. Da sind also auch noch Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt. Man kann sich im Prinzip da eine ganze lange Zeit nur von diesem Zeug ernähren. Im Prinzip. So, mal testen. Oh ja. Mit einem Löffel wäre schon cool, aber habe ich nicht. Meine überaus ästhetischen, mit laufender Nase Essversuche ansehen. Ja. Und so läuft das jetzt ab. Sieht nicht gut aus, schmeckt aber. Fackel, das ist die Frage. Ja. Kann ich mir schon was zurecht sägen. Ich habe ja sogar eine Säge am Messer. Dann geht das relativ gut. Durch die Mineralstoffe, die hier drin sind, da ist auch Zucker drin, klar. Aber schmeckt das oft relativ salzig. Süß und salzig zugleich. Ich persönlich mag den Geschmack. Boah, das gibt Kraft. Nam, 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 nam. Ja, ich melde mich gleich wieder, wenn ich am Fackelbaum bin. So, also, Thema Fackel. Das ist jetzt ein gespaltener Stock. Per Betoning. Hab Birkenrinde reingestopft und oben ein Pfropfen mit Harz. Der Rest von Harz liegt gerade im Feuer, da brennt das auch gerade so gut, obwohl kaum Holz drauf ist. Und das zünden wir jetzt an und dann schauen wir mal, wie lange das brennt. Und ich würde sagen, ich bin gespannt. Ich habe mir jetzt so eine Fackel eigentlich noch nicht gebaut gehabt bisher. Na, brennen tut schon mal. Und wie gut. Ja. Also für die kurzzeitige Beleuchtung von irgendwas oder Vertreiben von irgendwelchen wilden Tieren ist diese Art der Fackel dann offensichtlich doch zu gebrauchen. Ich frage mich jetzt nur, wie lange wird das Ding brennen? Das ist wahrscheinlich jetzt nicht so allzu lange. Wenn man mehr Zeug drauf gepackt hätte, frage ich mich, brennt sie dann länger oder brennt sie dann einfach nur größer? Ja, cool. Aber das hebt auch die Stimmung. Hat das Experiment Fackel auch funktioniert? Also inzwischen hätte man damit jetzt schon ein bisschen rumleuchten können.
brennt immer noch. Bin beeindruckt. Kann ich ja mal rumlaufen. Das ist jetzt für euch vielleicht nicht so spektakulär, aber ihr habt auch keine coole Fackel. Ne? Ich schon. Naja, da läuft am Stock das Harz runter. Jetzt die Birkenrinde tatsächlich so ein bisschen zu Birkentier verkocht. Vielleicht mal genauer hinschauen, aha, kann man schlecht sehen, was da am Stock runterläuft. Das ist tatsächlich scheinbar irgendwie so ein Mittelding aus Harzteer und Birkenpech. Also wenn man Harz verkocht, mehr oder weniger, bekommt man ja auch Teer. Also inzwischen würde ich jetzt schon sagen, dass das mit der Fackel definitiv ein Erfolg gewesen ist. Das hätte jetzt zumindest mal gereicht, um pinkeln zu gehen. Vielleicht auch eine schnellere, größere Angelegenheit. Ja, aber das müsst ihr euch jetzt echt nicht alles angucken. Ich sage euch dann, wie lange es gebrannt hat. So, am extrem beschissenen Bild und der Tatsache, dass ich inzwischen zu Night Vision Ben mutiert bin, könnt ihr erkennen, jetzt wird es rapide schnell dunkel. Ich bin ja auch blöd, diese blöde Fackel, die brannte jetzt ungefähr 12 Minuten. Die hätte ich ja sinnvollerweise anzünden können und dann auf dem Weg zum Lager mich machen und hätte dann Lichtquelle gehabt. Das wäre mal was für erweitertes Survival-Training für nächstes Mal. Bauen einen Haufen Fackeln und leuchte dir damit den Weg in dein Nachtlager, das, keine Ahnung, was weiß ich, wie weit weg ist. Jetzt in meinem Fall sind es ja etwa diese 1,5 Kilometer. Ja, ich packe jetzt hier ein bisschen zusammen. Ich bin kurz davor, den Rucksack, den ich nicht habe, zu benutzen, um mein Zeug reinzutun. War aber nicht. Ich habe jetzt auch erheblich weniger Krempel, allein weil die beiden Folien, der Sack und die Rettungsdecke verbaut sind. Das Essen ist zur Hälfte aufgegessen. Wasserfilter ist inzwischen auf der Flasche. Ich hoffe, ich habe den Deckel von der Flasche nicht verlegt. Das wäre ein bisschen doof. Gut, die kosten, keine Ahnung, 4 Euro oder irgendwas. So eine Flasche. Messer wieder mitnehmen. Jetzt muss ich allerdings natürlich mein Backup-Wurst-Objekt durch die Gegend schleifen. Das ist übrigens relativ schwer. Deshalb habe ich mich auch schon länger gefragt, was mache ich jetzt mit diesem tollen Schlafsack? Cool ist er ja. Aber in Rucksack passt er nicht so richtig. Zumindest nicht mit Biwaksack. Ohne Biwaksack und im Kompressionssack passt er in normalen Trekking-Rucksack rein. Das geht dann. Aber so als Wurstform nicht so. Ne? Und wie gesagt, jetzt räume ich meinen Kram hier noch schön zusammen. Ich räume morgen früh die Stöcke auch noch irgendwie wieder in den Wald und gucke, dass es hier dann ordentlich aussieht. Das kontrolliere ich dann morgen früh. Feuer ist aus, wie ihr sehen könnt. Und da liegt mein Frühstück, diese beiden weißen Würfel. Ja, der Akku ist auch kurz vorm Abnippeln. Na komm, stell scharf. Nicht? Ah, doch jetzt. Und ich muss sagen, Laune ist jetzt wieder. Das hat, allein, dass das mit der Fackel funktioniert hat, ich bin begeistert. Also wenn man sich davon wirklich ein paar baut, das war jetzt wirklich relativ einfach, die herzustellen. Wenn das selbst ich kann, kann das nicht schwer sein. Und ja, da baut man sich dann, keine Ahnung, 4, 5 Stück und zündet die nacheinander an, einander an. Also jeweils, bevor sie ausgeht, die nächste anzünden und so weiter. Hätte ich jetzt einen ganzen Vormittag noch gehabt, hätte ich auch genug Zeit gehabt, da entsprechend viel Birkenrinde zu finden. Der Harz hätte jetzt, das Harz hätte, wenn ich beim Feuer nicht ganz so großzügig gewesen wäre, bestimmt für 3 Fackeln gereicht. Und sonst hätte ich mir halt noch einen zweiten Baum mit Harz suchen müssen. Ich sehe in der Gegend halt echt nicht so einfach. Wenn ihr in einer Region seid, wo es viel Harz hat, im Harz zum Beispiel. Oh Gott. Ja, dann sollte das leichter fallen. Aber wie gesagt, ich mache mich auf den Weg. Ja, ich nutze mal das Restlicht und erzähle euch noch 2 Dinge. Nämlich, erstens, das Wetter
ist jetzt plötzlich nochmal richtig gut geworden. Richtig klarer Himmel, das hatten wir seit, keine Ahnung, Wochen gefühlt nicht mehr. Keine Wolke mehr da. Es gab noch so ein paar lustige Schäfchenwolken, bevor sie dann gänzlich verschwunden sind. Also entweder der Wetterbericht hat Scheiße gelabert oder da kommt dann noch was ganz Fieses, Dickes, ganz schnell, was dann wirklich rucki-zucki aufzieht. Das kann ich mir aber eigentlich fast nicht vorstellen. Das Wetter braucht immer eine Weile, bis es über die Vogesen rüber ist und dann beim Schwarzwald anzukommen. Gut, vielleicht ist die nächste Welle schon im Anflug, aber sobald es über die Vogesen ist, ist es dann auch relativ schnell bei uns. Das Rheintal ist ja jetzt nicht so breit. Oh, da vorne komme ich jetzt dann wieder in den Wald, bin ja gerade hier an der Wiese. Da werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr allzu viel erkennen. Egal, muss ja nur labern. Ja, gut, das war die eine Sache. Die andere Sache ist, ich hole mir jetzt noch gleich Wasser, mache nochmal die Flasche voll. Man hört schon im Hintergrund das Bächlein rauschen, hoffe ich. Und dann die dritte Sache, da sind doch tatsächlich jetzt gerade ein paar Bushcrafter aufgetaucht. Zwar nicht unbedingt die Sorte Bushcrafter wie du und ich, aber es war sowas in der Richtung. Die da mit einem uralten, klapprigen Auto zum Grillplatz vorgefahren sind und dann angefangen haben, irgendwelche Ausrüstung auszuladen. Ich glaube, die wollen da auch übernachten. Ich habe mich nachgefragt, ich bin ganz gerne jetzt unter mir. Waren ziemlich junge Erwachsene, also so irgendwas. Ich habe einen Führerschein, lass uns den Scheißdreck anstellen. Kann ich ja irgendwo, ganz ehrlich, nachvollziehen. Man ist ja auch mal so jung gewesen. Gut, hier Wasser. Dann schauen wir mal. Jetzt, ja, wie ihr seht, ist es hier jetzt nicht mehr ganz so hell. Ich sehe natürlich noch ein bisschen mehr als die Kamera, aber Zeit für Night Vision. Und Wasser holen. So. Also bis hierhin wäre ich auch locker noch mit der Fackel gekommen, wenn ich auf die Idee gekommen wäre, die für sowas zu verwenden. Jetzt wäre mir beinahe meine Flasche weggeschwommen. Ich hoffe, ihr seht was. Ich sehe nämlich gerade nicht, was die Kamera sieht, aber müsste ungefähr hinkommen. So. Ja, fast voll. Noch ein bisschen. Das Gute an so einer flachen Flasche ist, man kriegt sie auch recht gut unter Wasser. So, jetzt aber. Das sollte reichen. Okay. Muss ich den Deckel für das Ding wiederfinden? Jawohl. Den Sawyer mache ich mir dann nachher wieder drauf. Kurz ein wenig abtrocknen. Und ab in die Hosentasche. Und das ist gut, dass ich da gerade hingucke, weil ich wollte meine Tasse ja noch sauber machen. Könnt ihr, denke ich, auch erkennen, dass die das nötig hat. Zumindest jetzt seht ihr das. Die Kamera wirft gerade einen Schatten. Jo, die schwenken wir einfach ein bisschen aus. Normalerweise sowas nicht ins Gewässer, aber die Wiesen hier sind eh schon relativ fett und das ist jetzt nicht, da kommt es jetzt nicht drauf an. Also jetzt ausnahmsweise mal, ich meine, viele Leute spülen ihr Geschirr hier eh nicht, jetzt könnte ich mir hier eigentlich das Ding auch schön sauber machen, aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt egal. Also ganz korrekt war das jetzt nicht von mir, ich gebe es zu. Nicht ins Gewässer kippen direkt, aber naja, ich bin ja auch nicht Jesus. Manchmal hat man halt doch mal die Schnauze voll. Der Schaden, den sowas anrichtet, hält sich halt auch in Grenzen. So, Weißbild ist scheiße, wenn ich jetzt noch rumlaufe.
dann ist mehr oder weniger vorbei. Also deshalb laufe ich jetzt ohne Filmen, weil gibt eh nichts zu sehen. Ich wollte noch ein bisschen Blair Witch Project-artig durch den Wald latschen. Ja, na, stell mal scharf. Das ist ein Fingerhut und da im Hintergrund sieht man tatsächlich auch schon mein Lager. Also ich muss sagen, Rettungsdeckenlager sind mit Abstand die beste Form von Lager, wenn man sein Lager im Dunkeln wiederfinden möchte. Aber mit gewaltigem Abstand. So einfach hatte ich das echt noch nie. Ja gut, und dann noch mit dem Alufolien-Schlafsack da drunter. Das ist wirklich mit Abstand das einfachste Lager wiederfinden, das ich jemals hatte. So, Leute, folgendes. Ich will ja jetzt schon versuchen, in diesem tollen Alufolie-Gebilde irgendwie zu nächtigen. Aber ich habe echt keinen Bock auf Bodenkälte und deswegen, ja, das gibt jetzt dann halt ein Minus bei den Männlichkeitspunkten, aber mein kleiner Waldrucksack, den ich ja nicht aufhabe, enthält ja noch die übliche Isomatte, die da als Rückenversteifung dient, Bundeswehrrucksack, und die lege ich mir da jetzt noch drunter. Und wenn ich dann merke, dass nachts, dass es noch kalt wird, immer noch kalt wird trotzdem von unten, dann werde ich mir noch die Backup-Wurst, ich schmeiße sie mal dahin, plupp, ausrollen und mich da dann noch drauflegen, also sie quasi noch als Unterlage verwenden. Die liegt im Übrigen ganz gut, wenn sie da liegt. Na, komm, jetzt. Und das wäre jetzt der Plan, weil ganz ehrlich, also jetzt war es lustig, gerade mit dem Feuer jetzt, dass das alles so gut geklappt hat, hatte ich echt nochmal Spaß. Das will ich mir jetzt nicht kaputt machen durch eine echt richtig fiese Nacht. Und ganz ehrlich, ich bin auch nicht mehr rückentechnisch so unempfindlich, wie ich das vor 10 Jahren noch war. Ich habe schon ganz gerne ein halbwegs weiches Polster, einigermaßen. Gut, ich baue mir das mal so weit zusammen und dann sehen wir weiter. So, ja, also das habe ich jetzt entsprechend so hingelegt, wie geplant. Ich muss sagen, es ist von der Polsterung her eigentlich ganz angenehm und man merkt es auch sofort bei der Temperatur, dass das halt gleich mal richtig was bringt. Als ich mich da eben reingelegt hatte, einfach nur in diesem Alusack, da habe ich sofort ein bisschen gleich gespürt, oh, das liegt sich durch und ist kalt. Und jetzt ist es auf jeden Fall ja leicht kühl. Aber wenn man gerade so auf der Seite liegt wie ich jetzt, dann geht es einigermaßen, weil der Rest wärmt ja ganz gut. Und ich muss sagen, jetzt dadurch, dass es jetzt auch noch aufgeklärt ist, der Himmel jetzt auch noch klar geworden ist. Also eben habe ich mich gerade noch drüber gefreut, aber im ersten Moment denkt man dann gar nicht dran, obwohl einem das ja wirklich klar sein sollte als Mensch vom Fach, dass es dadurch natürlich auch gleich schlagartig kälter wird. Und ich merke es jetzt auch echt, auch jetzt beim Weg hierher habe ich richtig gemerkt, dass ich unzureichend bekleidet bin. Also wenn ich jetzt nicht noch irgendwelche zusätzlichen Maßnahmen hätte, also wenn ich jetzt einfach so stinknormal in den Klamotten, die ich anhabe, pennen wollte, wäre das auf jeden Fall eine sehr kalte Nacht. Ist wirklich jetzt schlagartig richtig kalt geworden, wird jetzt im Laufe der Nacht erfahrungsgemäß noch kälter werden und dann so gegen 4-5 morgen früh, puh, da wird es dann spannend. Da muss ich mich dann wirklich davon überzeugen, dass es keine gute Idee ist, den Schlafsack aufzurollen und da rein zu kriechen. Der Schweizer Armee-Schlafsack, der soll so bis minus 5 oder was ungefähr wohl noch ganz kuschelig sein, wobei es gibt keine Herstellerangabe zum Temperaturbereich von dem Ding. Das ist schon ja, bei Militärschlafsäcken ja fast schon zu üblich. Der ist irgendwie von Carinthia oder Carinthia oder wie die auch immer heißen, also die, die auch die ganz tollen Militärschlafsäcke bauen. Ja, also so im Moment ist ganz gemütlich. Wenn es jetzt noch nicht regnet, das wäre schön.
Und wenn doch, ja, also dann kommt wahrscheinlich wirklich der Schlafsack zum Einsatz. Also ein Biwaksack, wie gesagt. Wenn ich meinen Kopf dann noch einigermaßen hier unter meiner Plane, Rettungsdecke, in Sicherheit bringen kann, dass es dann nicht allzu sehr ins Sichtfensterchen reinregnet. Und ansonsten müsste man noch einigermaßen geschützt sein. Gerüchteweise ist der Biwaksack auch nicht 100%ig wasserdicht. Aber wie gesagt, in Verbindung mit der Rettungsdecke sollte das einigermaßen klappen. Und notfalls ziehe ich dann über dem Biwaksack noch diesen tollen Alu, diese tolle Alu-Tüte, die ich da habe. Da werde ich mich jetzt auch gleich reinbegeben. Und ich habe ja jetzt noch einen Rückenwärmer und zwei Handwärmer. Und ich will auf jeden Fall mal ausprobiert haben, was die bringen. Das habe ich ja in der Praxis jetzt mal ansatzweise tagsüber so mal ein bisschen zum Testen ausprobiert, aber noch nicht für eine Nacht. Also schönes Selbstexperiment. So, generell sehen die Spielregeln ja vor, dass man im nicht vorhandenen Rucksack auch noch irgendwelche Unterhaltungselektronik oder Bücher oder sonst was mitnehmen darf. Und das habe ich auch gemacht. Habe jetzt Bücher doch dabei. Theoretisch könnte ich also noch ein bisschen lesen. Theoretisch hätte ich auch noch einen MP3-Player und könnte Musik hören. Aber ehrlich gesagt, jetzt ist es, na, ach du Kacke, tatsächlich schon na, ungefähr 20 nach 10. Und da ich hier wirklich früh aus dem Wald verschwinden muss und gerade Hoffnung habe, dass ich doch noch ein bisschen Schlaf finde, würde ich jetzt langsam damit anfangen wollen, an diesem zu arbeiten. Ja, doch, also jetzt vom Liegen her durch die Isomatte, das hilft jetzt wirklich richtig. Davon abgesehen bin ich dann nicht ganz so sehr voller Zecken morgen früh, weil fahren mögen die besonders gerne. Der ist zwar relativ leicht zu ernten und das ist jetzt so ziemlich das Einzige, was es hier auch gab an Isolationsmaterial, wenn man nicht einen Haufen nasses Laub aufschichten möchte. Und nasses Laub bringt es dann auch wieder nicht wirklich. Und deswegen habe ich gedacht, ja, vielleicht fahren das kleinere Übel. Und ja, zumindest ein bisschen weniger Zecken durch die Isomatte noch zusätzlich. Klar, der Alusack hilft auch noch ein bisschen gegen die Viecher. Das muss euch natürlich klar sein. Eine gewisse Zeckenresistenz braucht ihr, wenn ihr sowas im Sommer absolvieren wollt. Im Winter habt ihr den Vorteil, dass die Zecken wahrscheinlich kein größeres Problem darstellen. Aber ja, da habt ihr dann andere Sorgen. Ich werde euch dann morgen auf jeden Fall, beziehungsweise ich mache dann noch eine kleine Nachbesprechung, wenn alles vorbei ist und ich gemütlich daheim in der Arbeit angekommen bin. Und ich gehe schon vorher noch mal duschen, klar. Aber ja. Und wie gesagt, dann machen wir noch eine kleine Nachbesprechung. Dann sage ich euch auch, wie kalt es gewesen ist, als ich dann beim Auto angekommen und losgefahren bin, weil das hat ein Thermometer. Ich nicht. Also sonst jetzt hier nicht dabei. Ja, vielleicht lese ich doch noch 3-4 Seiten, weiß ich es nicht so genau. Was ich übrigens auch vergessen habe und was ich noch irgendwie hätte mit in die Tasche stöpfen sollen, was mir jetzt auch wirklich sehr fehlen wird, ich habe nämlich auch nichts zum Improvisieren, ist eine Kopfbedeckung für Schlafen. Den Hut kann man wirklich beim Schlafen nicht nennenswert aufziehen. Das geht jetzt so gerade so, wie ich jetzt da liege, vielleicht noch so eben, aber dann ist auch vorbei. So, was ich jetzt noch gerade feststelle, bevor ich jetzt endgültig alle mache. Eigentlich erstaunlich leise, diese Rettungsdeckenkonstruktion, die ich hier aufgebaut habe. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass die mir die ganze Nacht irgendwie ein bisschen durchknistert. Es geht ein ganz leichtes Windchen, das Ding bewegt sich so ganz ansatzweise, aber wirklich nicht viel. Jo, ich werde zwischendurch in der Nacht mich vielleicht noch mal melden, wenn es nötig ist, wenn ich überhaupt wach bin. ist relativ realistisch, dass ich zwischendrin noch mal ordentlich wach werde, aber dann sage ich noch mal ein kleines Status-Update, wie es mit dem Wetter aussieht, wie es mit der Kälte aussieht und so weiter. Aber ansonsten erst wieder morgen früh. Und dann wünsche ich euch was und gehe schlafen. Bis morgen. Yay.